Mensch am Arsch! Pfiffen, mein Boy! Jo, Daniel! Du kennst ein paar gute Orte, wo man ein paar Sander fangen kann, oder? Ja. Ja, ich schick dir gleich den Standort, wo wir uns treffen, und ich denke mal, wir sind in einer halben, dreiviertel Stunde da. Solltet ihr auch schaffen. Perfekt. Ronny, bis bald. Bis gleich. Ciao. Bonito. Ey, die Zander warten. Komm, hopp. Ja. Julini, sag auch mal was hier. Bonito, komm, auf geht's. Jungs. Wir sind da. Wer fehlt? Wer fehlt wohl? Daniel kommt immer zu spät. Kevin kommt immer zu spät. Und dreimal dürft ihr raten, wo die sind? McDonald's. Also aber dafür, sagen, wir fangen schon mal an, oder? Der frühe Vogel. Bonito muss ich jetzt noch im Vorwach basteln. Oh, frühe Vogel fängt den Wurm. Und dann, aber jetzt geht's eh erst los. Also wir haben gar keinen Druck. Wir sind genau zur richtigen Zeit hier. Also ich würde sagen, wir sind heute 1, 2, 3, 5 Mann. Davon waren 2 schon hier. Ich und Kevin. Kevin kennt die Stelle auch schon. Ich war noch nie hier. Und ich würde schon sagen, wir kommen schon auf 5, 6 Zander kommen wir. Und wenn ich die alleine fangen muss. So, darauf nagel ich dich fest, und okay, wenn nicht, gibst du mir morgen eine Pizza aus. Sollten wir keine, okay, dann machen wir das konkret. Sollten wir keine 5 Zander fangen? Ja. Insgesamt. Insgesamt? Ja. Kriegst du morgen von mir einen Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee. Dann kriegst du von mir eine Cola. Ich nehm den Kaffee. Nee. So, während Bonn, der hinter der Kamera steht, sein Vorfach noch aufbaut, beziehungsweise aufbauen lässt, habe ich den ersten Fisch gefangen. Kein Raubfisch, kein Zander, kein Barsch, aber regulär gebissen. Eine Brasse. Ja. Petri. Läuft der Zierfisch, ne? Aber läuft bei dir, Jolini. Erster Wurf, erster Kontakt. Ronny, ja. Nachgelegt. Ja, ist zwar noch nicht der Zierfisch, der zweite jetzt. Der ist wie hier auch schon ein bisschen besser. Also, wir hatten auch schon Ü30er, aber das ist schon die Ausnahme. Aber immerhin Fisch, 2 Stück. Ich würde sagen 2-0. Und ich glaube, die Zander kommen auch gleich. War Samstag genauso. Erst die Barsche, dann die Zander. Ich will dir keinen Druck machen, aber bisher sieht es mit meiner Cola ganz gut aus. Ach, Julius, wir hauen ja auch nicht in den nächsten 10 Minuten ab. Nee. Und die Cola tut mir nicht weh, aber ich bin mir sicher, ich kriege hier heute meine 5 Zander noch. Oder wir kriegen unsere 5 Zander zusammen. Ja, schauen wir mal. Doch, doch. Julius. Ja. Ich glaube, du schuldest mir eine Cola. Bald. Nee. Bald. Das war die Rede von 5 Zandern. Ja, irgendwann bald muss man mal anfangen, ne? Immerhin. Ja, ist aber eigentlich schon einer der kleineren hier. Ein bisschen größer sind sie normal. Julinis. Ja, was, Mann, ist passiert? Mein erster Fisch auf Dropshot. Und? Ja. Es ist? Es ist? Überraschung, Überraschung. Da ist der Beauty. Der erste Zander für mich heute. Mein erster Dropshot-Fisch. Vielen Dank, Ronny. Gerne. Deswegen sind wir hier. Es ist Nummer 2. Und ich muss sagen, auch wenn er so klein ist, der hat reingehämmert. Echt geil, diese Dropshot-Bisse. Ja. Nice. Wo sind Daniel und Kevin eigentlich? Die verpassen das Beste. Die beste Zeit fängt an und weit und breit nichts von denen zu sehen. Ronny! Jolini, langsam wird es wirklich knapp für deine Cola. Also es gibt ja auch keine Riesen. Aber das ist halt Spaßfaktor pur hier, ne? Und die Bisse sind halt knallhart, selbst bei der Größe. Nummer 2. Freut mich, Ronny. Geil. Insgesamt 3. So kann es weitergehen. Auf jeden Fall. Noch 2 Stück und ich habe eine Cola. Daniel. Jolini, hi. Na, wo wart ihr? Naja, ich sag mal, dieser Plan, dass wir euch treffen hier, ist ein bisschen vor uns in die Hose gegangen. Leider habt ihr tatsächlich die letzte Angelkarten vergriffen, die da waren. Ja. Dann sind wir zu einem anderen Angelladen gefahren. Er wiederum hat keine. Der hat uns wiederum zu einem anderen geschickt. Und der hat wir dann die Angelkarten bekommen. Verstehe. Ja, ich habe gehört, in der Zwischenzeit habt ihr schon ein paar Fische weggefangen. Naja, es sind auf jeden Fall noch ein paar drin, hoffe ich. Ja. Kevin! Ja? Kaum angekommen? Erster Wurf tatsächlich, um genau zu sein. Ja, kleiner Köder auf Dropshot, fast keine Aktion drin. Erster Wurf. Und ja, ein kleiner seiner Art. Ich habe heute nicht mein Equipment mit. Also ich habe eigentlich gar nichts mit. Das ist weder meine Route, sind weder meine Köder. Wir sind früh für Ausreden, oder?
Ja. Ja. Ich habe zwei Bisse gehabt. Siehste. Der eine verkackt. Bei dem anderen war der Schwanz ab. Na, wird bestimmt noch was kommen. Ja, ich muss sagen, wir stehen immer noch am gleichen Spot. Hey, my boy. Danke. Ich weiß nicht, 10 Würfe später ungefähr, vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich glaube, das ist tatsächlich der größte heute bisher. Ja, sieht man mal. Kaum kommt man hierher, weiß, dann muss mal jemand zeigen, wie es läuft. Ja. Ich muss zugeben, deine Cola hast du dir schon verdient. Na, es wird ein Kaffee. Bei dir wird es ein Kaffee, okay. Ein Kaffee. Also, es freut mich, das haben jetzt eigentlich alle in Zander gefangen. Bis auf ich. Außer Bonito, und ich weiß gar nicht, hat Daniel eingefangen? Daniel hat einen schönen Barsch gefangen. Ah, stimmt, Daniel hat den Barsch. So, wunderschöner Barsch. Jetzt raufgegangen. Ungewöhnlich für Berlin, muss ich sagen. Echt gute Größe, hat gut reingehauen auf der Aldebaran. Also sehr, sehr leicht fischig. Und da hat es echt einen schönen Kampf abgeliefert. Ja, schön. Endlich mal zu den Schnitzel. Macht echt Spaß. Also alle haben Fisch? Irgendwas mache ich falsch. Keine Ahnung. Bonito angelt die gleichen Köder. Sogar also ich habe schon Fische Köder, Köderführung 0. Ein bisschen zu meiner Verteidigung ist nicht mein Setup. Ronny hat trotzdem noch mitgefangen. Aber Ronny hat das Clubshot auch richtig drauf, muss man ihm zugeben. Ja. Hört man selten, oder? Richtige Löwestöne. Ja, von Bonito hört man das echt selten. Heute muss man das mal zugeben. Ist ein bisschen Übungssache, aber es macht Spaß. Die Bisse kommen knallhart, obwohl die Zander nicht die größten sind. Auf jeden Fall freue ich mich morgen auf meinen Kaffee. Ach, morgen schon, oder? Muss ich ja zur Bank gehen. Na, ist mir egal, wo du den Kaffee herholst. Wieso, Juli? Wenn du den Kaffee von der Bank holst, ist mir auch egal. Kevinio. Ja. Der wievielte? Ah, ich weiß nicht, ich glaube der 5. oder 6. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Was für ein Köder ist das? Flashjay, so als V-Schwanz in 4-Inch, Farbe weiß ich gar nicht, irgendwas sehr Natürliches. Lief immer sehr gut. Daniel hat auch mit dem gleichen schon gerade den guten Barsch gehabt. Und Ronny hatte auch gerade vor 2 Minuten Zander auch auf den Köder, bloß als, also auf Flashjay mit Pintail. Also für Dropshot wirklich eine Waffe. Bei mir ist der ist schon ein bisschen kaputt, so ist er eigentlich. Richtig, bei mir ist er schon so kaputt gebissen. Die Frequenz stimmt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, muss ich auch sagen. Echt cooles Angeln mitten in der Stadt hier. Auf jeden Fall. Hatten wir lange nicht mehr. Bonn! Jawohl. Auch endlich eingefangen. Oh mein Gott. Nach 1000 Tipps und Tricks und was auch immer, habe ich im Endeffekt oder am langen Ende einfach nur das gemacht, was ich auch immer gemacht habe. Läuft. Zeig mal her. Nice. Endlich mal. Oh mein Gott. Das ist auch so die Durchschnittsgröße, die wir hier fangen. Eigentlich. Ja, nice, Petri. Ah. Leute, der Plan war tatsächlich einfach kurz rauszufahren. Die Jungs muss man echt nicht lange überreden im Büro. Ja. Die haben tatsächlich echt schnell hier hingeschafft, ha, Kevinio? Ja. Dadurch könnten wir ein bisschen kürzer angeln, aber man muss sagen, es war nicht so tragisch. 1,5-2 Stunden geangelt in der Stadt, in Berlin, auf Zander. Man muss sagen, es hat echt geknallt. Ha? Haben ausschließlich Dropshot geangelt? Genau, Dropshot war sehr gut. Kleine, dünne Köder, also der Flash Jays war sehr, sehr gut heute. Genau, gedeckte Farben, obwohl es stockduster ist. Ja. Tja, Leute, ihr seht, man kann auch gut Zander fangen in Berlin, wenn nicht der Größe. Nee, aber das ist... Immerhin eine Frequenz. Bei mir war nicht so eine große Frequenz, ich habe nur 2 dazu beigetragen. Immerhin, ich habe die einzige Barsch dazu beigetragen. Nein, ich habe auch 2 gehabt, aber die waren kleiner. Aber ja, das ist sehr schön. Danke, Ronny. Leute, wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben. Wir freuen uns auch auf Kommentare. Besonders, falls ihr möchtet, dass wir, sage ich mal, mehr Videos einfach in und um Berlin machen. Wenn es euch gefällt, auch wenn vielleicht es gibt nicht immer die größte Fische. Das ist schon ein spannender Anglerei und vor allen Dingen ja direkt in der Stadt. Wir freuen uns auf Kommentare, wie gesagt, und ansonsten ab ins Wärme, oder? Auf jeden Fall. Ciao, Leute.